Oh, guck mal, geil, oder? Das wäre mein nächstes Gefährt. Ist das elektrisch? Das ist elektrisch, oder? Das ist doch E-Fahrzeug. Oder das sind unsichtbare Pferde. So, wir sind wieder on air. Ist cool. Sanfte Grüße zum zweiten Teil. George ist immer noch da. Ist mal ganz schön, gerade hier mal so ein Motovlog dreht sich halt am besten in der Stadt. Das ist immer so. Meinst du? Ja, ich meine, gut, du kannst auch 300 Kilometer Autobahn fahren und schreist dann die ganze Zeit. Ich meine, gut, so ab 100, 120 verstehst du dann sowieso nichts mehr. Nee. Da brauchst du dann schon einen Kosmonautenhelm oder sowas. Ja, das habe ich auch noch vor. Das kommt nächstes Jahr. Da mache ich hier einen Baumgartner nach und dann springe ich mit meiner Yamaha oben aus der Stratosphäre. Genau. Und dann lande ich dann mit meinem Fallschirm in der RB Arena. Weil das passt ja dann, weißt du? Ja, muss Rattenball Leipzig mal machen. Party Peoples, jetzt fahren wir die Karli runter. Ist hier in Konnewitz. Andere würden jetzt wieder sagen, Brennpunkt oder so, alternative Szene und so weiter. Aber sag mal so, man kann sich doch wohlfühlen. Ja, da wo die Tische kleben, lässt sich leben. Schön ist es ja, wenn der erste Schnee gefallen ist in Konnewitz, ne? Haben die eine Schneeballschlacht gemacht, dass die Polizei ausrücken musste? Die Menschen sind ja zum Glück geduldig. Ah, ich habe gerade das Ei eingeklemmt, ja. Ah. Ja, wieder Nachteil einer Supersportler. Das ist geil. Das ist eins meiner Lieblingsneonschilder. Von der Feinkost Leipzig, das ist geil. Ja. Ist natürlich im Dunkeln schöner wie am Tag. Ja. War das nicht so, du konntest bei verschiedenen Neonschildern konntest du irgendwie Geld spenden oder so und dann leuchtet das dann? Ich glaube ja. Also du tust dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das online geht oder so, tust du dann halt irgendwie, keine Ahnung, und dann leuchtet das dann halt für ein paar Minuten. Finde ich geil. Lasst uns löffeln! Ah, hier habe ich auch schon schön Party gemacht. Ja? Ja? Kann man gut. Oh, da war doch der Irish Pub, Alter. Da habe ich auch gute Erinnerungen dran. Da habe ich leichte verschwommene Erinnerungen dran. Warst du nicht auch mit dabei? Ja, mit dem Pitcher und sowas, ja. Hallo. Überfahren, hallo, ja. Hallo. Guten Tag, ja, Bock auf ein Rennen. Das war's schon wieder, ne? Also hier ist die Partymeile vorbei. Genau. Jetzt fahren wir nochmal weiter Richtung Süden und dann fahren wir zum Tagebau. Im Süden von Leipzig ja extrem viel Kohle abgebaut. Da haben sie ein wunderschönes Naturparadies draus gemacht. Du hast halt die ganzen alten Tagebäuche? Tagbauer. Sprachen lernen, Bubble. Naja, zumindest haben sie dann die Tagebau dann der Natur überlassen, haben sie den Wasser volllaufen lassen. Übelst schön, dort spazieren zu gehen. Ja, spazieren. So lange wie ich Sprit im Tank habe, muss ich nicht laufen, also von daher. Was ist das? Ist das Kunst? Ja, wo, was? Ja, da, so. Kann man machen, muss man aber nicht. Oh, guck mal, Alter, das... Ah, jetzt fährt eine Bimmelbahn. Kick dir mal das Gebäude an, die Hauswand, übelst geil gemacht. Ja. Übelst geil. Gerade Gang rausgeschossen. Du
machst ja Sachen. Ja, ich glaube, mein Arsch liegt frei. Soll ich mal gucken? Bei Instagram kriegst du damit Likes, weißt du? Ja, da fehlen dir aber zwei entscheidende Argumente. Also wirklich, ich habe schon Sachen gesehen, Alter. Oder echt auf was? Ist das jetzt noch Motorrad-Content oder ist das jetzt YouPorn, Alter? Ja. Hast du mal bei Netflix Shiny Flakes? Ah, das ist ein super Start-up-Unternehmer aus Leipzig gewesen. Okay. Also aus seinem Kinderzimmer heraus hat er tolle Sachen verkauft. Ah, okay. Hoffentlich bleibt die Ampel jetzt ein bisschen rot eine Weile. Dann kann ich nämlich mal schnell auf den Navi gucken. fahr mal hier rein. Ja. Schaffst du es noch? Nee. Nee, da kommt ein Auto. Ja, ich weiß. Du Kunde. Ja, ich wende. Ich komme gleich. Ach, das muss alles rausschneiden. Schneiden. Illegalen Vormanöver hier. Richtung Friedhof. Kronkackte Malheur. Da kennst du Bläde werden. Nachher die Beine hoch. Du schleifst den ganzen Dreck mit. Wollen wir mal hier rechts? Okay. Links, rechts, hoch, runter. Ja, wir sind in Brasilia. 3,50 Meter. Schaff ich? Fahr so. Ah, da hinten ist Turm, also die Wolkenmaschine. Ja. Deswegen hat es hier geregnet. Ja, Easy Rider Gefühl wieder, oder? Liebe Kinder, so werden Wolken gemacht, ja? Ah, Knie raus! Hast du gerade ein Auto gegrüßt? Ja, ich hab gezeigt hier. Alter, geil! Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie bei Manta Manta hier. Ja, na, das haben sie auch im Pott gedreht, ja. Ja, wenn die das Rennen fahren am Ende, ne? Das geht ja halt auch da durch so Industriedinger durch. Oh, guck mal da, Alter, wie geil das aussieht. Das hab ich noch nie gesehen, ey, geil. Warte mal, schalt mal kurz hier an. Jo, also das ist mal eine Waschanlage vom Feinsten, ne? Ein Zehner, wenn du da durchfährst. Nein. LKW-Einfahrt, da stehst du genau richtig, Junge. Ja. Ach, hat Auszubildende gesucht. Ich würde das bringen, Alter. Ich würde da mal durchfahren. Nee, das eben nicht. Ach, hier ist nass. Aua. Das ist... Nee. Ich muss mal wieder üben. Oder hast du gerade... Haben da schon auch welche mit dem Roller, Alter. Kleine Kugel schmeißen. Anzeige ist raus! Erstmal Reifen wieder sauber machen. Stell mal deine Spule hier hin. Ah, das Licht glänzt, oder? Ringsrum Gegend, Alter. Soll ich dir helfen? Nein. Ich brauche noch den versehrten Schein. Das hat DB-Killer drin. Ja, Glück auf. Sehr schön. Und mit diesem wunderschönen Bild verabschieden wir uns für heute. Wenn euch der Blödsinn gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da.
Vergesst nicht zu abonnieren. Oh, bis zum nächsten Mal. Guck mal, wunderschönes View. Ja. Nennen denn? Rindern!